Auch wenn ich fertig bin. Die Strecke hier ist ziemlich anspruchsvoll, vor allem die ersten 10 Kilometer waren verdammt hart. Und dann, ich habe mich zurückgehalten und konnte am Ende echt nochmal ordentlich beschleunigen und drücken. Bergab hat es einfach gerollt. Durch die Stadt war es dann wieder ziemlich hart über die Pflastersteine, aber die Stimmung war ja einfach toll. Man hat gemerkt, dass es viele Punkte gibt, wo es Musik läuft und es hat mich schon arg motiviert und ich hatte einige Jungs um mich rum, die mich auch motiviert haben und immer mal wieder dann auch gesagt haben, hey Miri, bleib dabei und so, und das hat mich auf jeden Fall heute unglaublich angetrieben. Ja, mein Ziel war heute eigentlich wirklich nur die Medaille, aber dass da jetzt nochmal so eine tolle Zeit rauskommt, hätte ich nicht gedacht, und mein nächstes Ziel ist jetzt erstmal die U23 EM. Ich hoffe, dass ich mich dafür qualifizieren kann. Ich habe die Norm zwar schon, aber man muss ja nochmal bei den Deutschen starten. Und ich hoffe da natürlich sehr, auch noch einmal eine Medaille holen zu können und auf jeden Fall vorne mitzulaufen bei der U23. War ein tolles Rennen. Super Witterungsbedingungen, finde ich. Also die Nässe, ich laufe total gern bei Nässe. Das größte Problem war vielleicht ein bisschen das Kopfsteinpflaster, was dann total glatt wurde, aber da ging es ja nur bergab und dann sind wir da durchgerollt und hat echt Spaß gemacht. Unser Podium mit unserer deutschen Meisterin in der Mitte, Miriam Dattke. Rang Nummer 2 geht an Thea Heim und Rang Nummer 3 an Stefanie Doll.